Herzlich willkommen. Dieser MOOC ist Teil der Reihe Was mache ich hier eigentlich? Und stellt die Frage gleich viermal. Zu Studienbeginn, beim ersten Schreiben an der Uni, wenn Ihre Bachelorarbeit ansteht und beim Wechsel in ein Masterstudium. Die Frage stellt sich also viel öfter, nämlich immer dann, wenn wir einen wichtigen Schritt im Studium machen und uns einer neuen Herausforderung stellen. Mit jedem dieser Schritte hängen Erwartungen an sich selbst, das Studium und von Seiten der Lehrenden und der Institution zusammen, die nicht immer offensichtlich sind. Dazu haben wir Lehrende und Studierende aus Geistes-, Sozial-, Natur-, formalen und angewandten Wissenschaften zu ihren Perspektiven auf die jeweilige Studienphase befragt. Die Videos, die Sie in den MOOCs sehen, basieren auf im Vorfeld geführten Gruppeninterviews, aus denen wir Aussagen herausgefiltert haben, die Erwartungen explizit machen oder in denen eigene Erfahrungen und Tipps geteilt werden. An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen bedanken, die an den Gruppeninterviews teilgenommen haben, beziehungsweise die sich zum Videodreh bereit erklärt haben. Die Lektionen der MOOCs haben Mitarbeiterinnen des Teams Wissenschaftlich Arbeiten und Peer Learning vom Center for Teaching and Learning der Universität Wien gestaltet. Ihr Entstehen verdankt die Reihe einem ganzen Team engagierter Kolleginnen. In jahrelanger Zusammenarbeit mit unseren studentischen Mitarbeiterinnen, den STEOP- und Schreibassistentinnen und in unserer eigenen Lehre haben wir lernen dürfen, dass es manchmal nur einen Perspektivwechsel, Hintergrundwissen oder eine Übung braucht, um handlungsfähig zu werden. Darum geht es in diesen MOOCs, um Unterstützung, sich in der jeweiligen neuen und fordernden Situation zu orientieren, Erwartungen und den eigenen Standpunkt zu reflektieren und den nächsten Schritt im Studium zu wagen. Sie schreiben Ihre erste wissenschaftliche Arbeit an einer Universität oder einer anderen Hochschule und fragen sich, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Was genau wird von mir erwartet und wie kriege ich das eigentlich alles hin? Wenn Sie sich diese und andere Fragen stellen, dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen im MOOC. Was mache ich hier eigentlich? Die erste wissenschaftliche Arbeit bestehen. Wir, Clara Dreher und Brigitte Romanosik, begleiten Sie nun bei den ersten schriftlichen Arbeiten an der Universität. Oder einer anderen Hochschule. Wir arbeiten auf Basis der prozessorientierten Schreibdidaktik, Schreibforschung, außerdem Erkenntnissen der Hochschulforschung, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, der Cognitive Sciences und der Sprachwissenschaft. Ich bin Kognitionswissenschaftlerin und über Softwareentwicklung zu E-Learning und schließlich zu Hochschuldidaktik und zu Schreibwissenschaft gekommen. Als langjährige Mitarbeiterin des CTL ist es mir ein besonderes Anliegen, Lernen und persönliche intellektuelle Entwicklung im Studium zu unterstützen. Aus den beiden Disziplinen Sprachwissenschaft und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache komme ich. Als Mitarbeiterin am Center for Teaching and Learning der Universität Wien habe ich außerdem Erfahrungen sammeln können in der schreibdidaktischen Beratung von Lehrenden und Studierenden. Wissenschaftliches Schreiben lernt man nicht über Nacht. Das ist die gute Nachricht. Talent mag helfen, aber auch wenn man glaubt, keines zu haben, wissenschaftliches Schreiben kann man lernen. Die schlechte Nachricht, man muss es lernen und üben, üben und nochmals üben. In einem Lernprozess, der mehrere Jahre dauert. Möglicherweise auch keine gute Nachricht. Es bleibt ein Leben lang anstrengend, aber der Aufwand lohnt sich. Schreiben ist nämlich viel mehr als einfach Gedanken in Schrift zu übersetzen. Es ist ein Denkwerkzeug. Wenn Sie lernen, wissenschaftliche Texte zu schreiben, schärft es Ihr eigenes Denken und die Kommunikationsfähigkeiten. Wissenschaftlich schreiben lernen bedeutet auch, sich selbst als Schreibende gut kennenzulernen und zu wissen, wann, wo und wie man am besten schreiben kann. Um diese Entwicklung zu fördern, legen wir in unserem MOOC nicht nur viel Wert auf Übungen, sondern auch auf Reflexionen. Auch wenn Sie keine wissenschaftliche Karriere planen, Sie beherrschen dann bereits eine Form des professionellen Schreibens. Und das befähigt Sie nicht nur genau zu argumentieren und zielgruppengerecht zu kommunizieren, Sie können ein umfangreiches Projekt planen und selbstständig bearbeiten. In vielen Branchen sind das zentrale berufsrelevante Fähigkeiten. In diesem MOOC legen wir vor allem unseren Schwerpunkt auf jene Bereiche des wissenschaftlichen Schreibens, die für viele Studierende gerade am Anfang ihrer Universitätskarriere eine Herausforderung darstellen. Wenn Sie diesen MOOC absolviert haben, kennen Sie die Phasen wissenschaftlicher oder sonstiger umfangreicher Schreibprojekte. Sie verstehen die Erwartungen von Universitätslehrenden zumindest besser. Sie verstehen, was Wissenschaftssprache ist, kennen häufige Textsorten und wissen, wo Sie sich informieren können. Sie kennen die grundlegende Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit.
Sie wissen, wie man ins Schreiben kommt und sie wissen, wie sie ihre Texte überarbeiten und warum Feedback wichtig ist. Wenn Sie die Handreichungen und Übungen in diesem MOOC für ein konkretes Schreibprojekt, zum Beispiel Ihre erste Proseminararbeit oder ein Essay durchführen, können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur lernen Sie das universitäre Schreiben, das wissenschaftliche Schreiben, sondern Sie bringen auch Ihre Arbeit oder Ihren Essay ein gutes Stück voran. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit diesem MOOC. Zeit für den ersten Schritt.